Hallo und willkommen zu meinem ersten Unboxing. In diesem Unboxing geht es um die GTX 980 Ti, wie ihr dem Titel auch schon entnehmen könnt. Ich baue mir einen neuen Rechner mit Wasserkühlung und allem drum und dran. Und deswegen wollte ich jetzt mal die einzelnen Komponenten in kleinen, kurzen Unboxings mal ein bisschen vorstellen. So, wie wir alle wissen, ist die GTX 980 Ti aktuell eine der stärksten Grafikkarten auf dem Markt. Ich sag mal aktuell wirklich eine der stärksten. Denn, kriege ich hier nicht raus. Na klar werden einige sagen, die Titan X ist stärker. Sehe ich nicht so. Die Titan X hat zwar mehr Leistung, aber wenn wir mal die Benchmarks verfolgen, ne, die Benchmarks können wir uns alle angucken, wissen wir, dass die Ti mindestens genauso stark ist wie die Titan. In manchen Aspekten hier, ich glaube, wenn wir Richtung 4K gehen und so, hat die Titan vielleicht ein paar FPS mehr in manchen Spielen, was aber für uns, sage ich mal, nicht interessant ist, denn die Ti kostet, sagen wir mal, 650 Euro oder aktuell 600 bis 700 Euro und die Titan 1000 Euro aufwärts. Insofern gar keine Frage, 980 Ti. So, jetzt werden wir mal das gute Stück auspacken. Mal gucken, was sich hier drin verbirgt. Es ist jetzt nicht eine Karte hier von, sag ich mal, MSI oder EVGA, wie die meisten natürlich bevorzugen würden. Ich habe einfach diese Karte genommen von KAF2. Ja, war richtig. Weil die Karte im Referenzdesign ist. Das Referenzdesign benötigen wir, da wir eine Wasserkühlung von Aquaris oder Aqua Computer benutzen, den wir natürlich, der nur auf dem Referenzdesign passt vom PCB. Und deswegen muss es einfach eine relativ günstige oder die günstigste Referenzdesignkarte sein. Und das war jetzt die von KAF2. Ich glaube, ich habe jetzt 630, 40, wie auch immer, Euro bezahlt dafür. So. Und bevor wir jetzt viel weiter sabbeln, gucken wir uns das gute Stück mal an. Wir wollen ja hier ein Unboxing machen und keine Laberrunde. Also, los geht's. So, als erstes habe ich hier das User Manual vor mir. Na ja, gut, Unboxing, bla. Wie man das aufsteckt, Stromanschluss. Gut, klar, das ist, sollte jedem klar sein, der einen Rechner zusammenbaut oder High-End-Grafikkarten benutzt. So, einmal ein Treiber-CD. Ein kleines Step, ein kleiner Guide hier. Was ist das? Ach, eine Kurzanleitung. Der PC ausmachen, Gehäuse öffnen. Ja, klasse. Grafikkarte raus, Grafikkarte rein. Ja, gut. Das dürfte in allen klar sein, wie sowas funktioniert. So. Hier. Oh Mann. Ist das eine Monsterkarte? Und ich dachte schon, ich habe eine große Grafikkarte im Rechner gehabt. Weil die Dinger werden hier immer riesiger. Yo. Schweres Teil, sag ich mal. Ich nehme die Karton mal kurz zur Seite. So. Ja. Auf der Frontband prangt ein Logo What's Your Game. Ich finde, das Design ist relativ... wie soll ich sagen? Ich finde, es sieht echt beschissen aus. Aber gut. Darum soll es ja jetzt nicht gehen. Der Kühler wird ja eh komplett demontiert. Wir beide hier nur die Platine. So, was können wir hier sagen? Wir sehen hier einmal den 8-Pin-Anschluss. Und hier neben einem 6-Pin-Anschluss. Das ist natürlich für die Stromversorgung. Die Karte frisst, glaube ich, so 250 Watt soll sie verbrauchen. Wir haben ja einen kleinen Lüfter. Ich habe mir sagen lassen, dass sie auf Höchstleistung, wenn sie auf Volllast läuft, extrem laut wird. Insofern bin ich mal gespannt, wie das so sein wird. So, dann haben wir hier ein paar Anschlüsse. Einmal haben wir ein DVI hier oben. Dann haben wir hier einmal DisplayPort, einmal HDMI. Einmal DisplayPort und nochmal ein DisplayPort. Damit haben wir drei DisplayPort-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss und einen DVI. Also können wir bis zu 5 Geräte anschließen, das ist schon mal eine Ansage. Gut, was gibt es sonst zu sagen? Natürlich haben wir hier die SLI-Anschlüsse, wie jeder weiß. PCI Express, kleines Logo von Nvidia darunter. Ja, die Platine ist relativ schlicht. Schwarz.
Gut, da gibt es nicht weiter viel zu sagen. Wir packen die Karte mal zur Seite und gucken, was wir noch so im Karton haben. So, dabei ist ein DVI auf VGA Adapter. Dann haben wir hier einmal 4-Pin, ne, 2-3-Pin auf den 6-Pin-Anschluss Adapter. Und ein 3- und 2-Pin auf 8-Pin. Das heißt, Adapter sind dabei, damit wir die Karte auch anschließen können. Warum das jetzt genau so ist, einmal 3 und mit den Pins, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber okay. Weil dann werden diese 8 Pins ja gar nicht benötigt. Doch. Packen wir das mal aus, ich will mir das genau mal angucken. Das ist mit der Verdrahtung. Ach, es sind 5 schwarze und 3 gelbe. Okay. Ja. Kleiner Adapter. Adapter sind dabei. Das war's sonst. Das soll es auch damit gewesen sein. Ne? Faust erster Teil. Grafikkarte ist raus. Gut. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Unboxings auch dabei oder spätestens beim PC-Bild. Denn der PC wird in 2 Phasen entstehen. In der ersten Phase werde ich natürlich nur den Grundrechner zusammenbauen. Und dann werde ich mal gucken, was ich da wirklich ausmessen, was ich da an Komponenten, an Radiatoren etc. einbauen kann. So, bis dahin, sage ich.